Also Peter, du hast ein Thema aufgebracht über Apps, das Uwe interessiert. Kannst du mich da schnell einfüllen? F-Score. Piotrowski oder wie er heißt, was du gestern, glaube ich, geschickt Der hattest. F-Score. Ja, das finde ich spannend, das Thema. Ja, ich finde den auch spannend. Das ist ein ganz einfaches Score aus, glaube ich, 8 Ja-Nein-Fragen. Und am Schluss zählt man die Punkte zusammen, und 8 ist dann das Maximum. Diese Fragen, die habe ich jetzt nicht gleich bei der Hand. Hast du die, Uwe? Hättest du die Ja, gleich zur Hand? ja. Das Interessante daran finde ich eben, ich müsste bei den Obermatt-Rängen ist es doch so, dass die wirklich immer von Quartal zu Quartal praktisch die Kernzahlen analysieren. Ist das richtig? Ja, Einmal. also ja, also Wenn ihr das oder sehen. also zum Score, Ja. also zum Okay. Score vielleicht zuerst. Also es geht zu schnell vorwärts. Ich muss Schritt für Schritt antworten können. Ich wollte nur sagen, was mir hier gefällt, ist, dass diese Scores year on year sind. Also die tragen eine Veränderung in sich. Also das ist nicht so, dass die von Quartal zu Quartal, doch, die ändern schon auch von Quartal zu Quartal, aber sie schauen eben retour, oder? Also die Geschichte spielt hier auch eine Rolle, weil es die Veränderung ist. Also Vom einfach, Vorjahr gegenüber dem Peter, jetzigen Zeitpunkt. das ist praktisch unsere Philosophie hier. Wir machen genau das, was du hier siehst mit diesem F-Score. Das, was ich mache, nennt sich auch Faktoranalyse. Und F-Score kommt vielleicht auch vom Begriff Faktor. Oder welche Faktoren, die sich identifizieren lassen, können den Unternehmenswert deines Unternehmens beurteilen. Was ich zusätzlich habe, ist, dass ich diese Kennzahlen nicht einfach auf Buchhaltungswerten messe, sondern ich vergleiche sie mit den effektiven Marktwerten des Unternehmens. Ich Das messe auch heißt, relativ zu vergleichbaren Unternehmen. Und ich kann dir auch erklären, warum. Jetzt, wenn du Profitabilität nimmst, der betriebliche Cashflow ist das, was ich mit dem EBITDA verwende. Das sind Zahlen, die sehr nahe beieinander sind. Betriebliche Cashflow und EBITDA sind mit Abstand von ein paar Kleinigkeiten, wo man Abschreibungen effektiv als Kosten verwendet, ist es das Gleiche. Also ich habe die EBITDA-Kennzahl. Ich bin nicht der Meinung, es ist so gut, das als positives Kriterium zu verwenden. Weil es kann durchaus Jahre geben, wo der typischerweise in einer Branche nicht positiv ist, wegen externen Effekten. Aus dieser Überlegung vergleiche ich den betrieblichen Cashflow mit ähnlichen Unternehmen und sage mir, wenn du über den Median bist, dann bist du mal sicher positiv, oder? Aber es ist auch dann immer noch eine gute Kennzahl, wenn es der Branche gerade schlecht geht. Ich bin also dann konjunkturunabhängig. das ist interessant, Ja, ja. also das ist die Überlegung, oder der betriebliche Cashflow ist drin und das gilt jetzt auch für das andere. Die Rendite auf dem Gesamtkapital ist bei mir auch drin mit dem Invested Capital, Buchkapital Multiple. Wiederum nicht im Vergleich zu Buchwerten, sondern im Vergleich zu Marktwerten, denn das ist die relevantere Bezugsgröße als ein Buchwert, der ja buchhalterisch bestimmt ist. Jetzt ist es ja ROA. so, Hermann, wenn ich kurz unterbrechen darf, bei diesen, ich habe mir das auch zweimal durchgelesen, bei den ersten drei Punkten, also gerade Profitabilität, diese drei Punkte, habe ich genauso, bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen. Die hast du mehr oder weniger auch bei Obermatt mit drin. Aber ich glaube, Peters Punkt ist ein anderer und das kommt jetzt mit diesen folgenden Punkten eigentlich mit zum Tragen. Da ist es halt so, dass wir im Prinzip ein Momentum, eine Entwicklung, die Historie sozusagen mit in Betracht ziehen und eben nicht nur ein Flash auf den Augenblick sozusagen werfen. Also das heißt, die Veränderung kommt jetzt bei der ab Punkt 4 halt sehr stark zum Tragen. Und das hast du so ein bisschen mit Wachstum natürlich als Obermatt-Rang auch mit drin.
aber halt eher am Rande für meinen Begriff. Und hier geht es halt darum, diese Veränderung sozusagen als Kennzeichen dafür zu nehmen, ist das nur optisch ein günstiges Value-Unternehmen oder lebt dieses Unternehmen wirklich auch und verbessert es sich, sodass auch der Aktienkurs sich entsprechend verbessern kann? Also ich habe das viel detaillierter als Sie. Also Sie haben im Prinzip, dieser ROA ist höher als im Vorjahr, das habe ich, die Gewinnentwicklung, oder die, ob da Wachstum ist im EBITDA. Wiederum muss ich sagen, der Return, muss man definieren, was das ist und die Return-Zahl. Und die ist am besten der EBITDA, weil sie am nächsten ist beim betrieblichen Cashflow. Und den EBITDA im Verhältnis zu Assets habe ich auch. Also nicht im Verhältnis zu Assets, sondern ich habe es im Verhältnis zum Vorjahr. Aber die wollen ja den ROA auch im Verhältnis zum Vorjahr. Also ich habe diese Kennzahl, die heißt bei mir Profitwachstum. Gewinnwachstum. Ich habe das Umlaufswachstum zusätzlich und ich habe das Einzige, was ich noch nicht habe, was ich noch gerne dazu tun würde, ist das Kapitalwachstum. Das ist aber hier auch nicht aufgeführt und dafür habe ich aber auch das Aktienkurswachstum. Also ich habe mehr Kennzahlen, die eine Dynamik ausdrücken, als Sie jetzt hier. Sie haben nur den ROA gegenüber dem Vorjahr. Ja doch, und die Bruttomarge liegt höher als im Vorjahr. Das ist aber das Gleiche übrigens wie der ROA. Also man zählt hier zweimal das Gleiche. Bei der operativen Effizienz wird nochmal das Gleiche gemessen wie bei Profitabilität. Und die anderen finde ich ambivalent, muss ich noch sagen. Also die Verschuldung muss abnehmen unter Bilanz. Das finde ich ungünstig. Also ein Unternehmen, das gut läuft, darf die Verschuldung steigern. Abgesehen davon kann es ja auch sein, dass man nicht weiß, was mit dem Geld machen und deshalb keine neuen Gelder aufnimmt, finde ich keine gute Kennzahl. Also das sind ja die Wachstumswerte, ne, die du hier, Wachstumskennzahlen, und das sind ja die vier, die du bei Veränderungen eigentlich hast, oder drei eigentlich sogar bloß, ne, Aktienrendite, Gewinnwachstum und Umsatzwachstum. Ja. Mehr sehe ich nicht an. Ja, das sind drei, oder? Es ist Umsatzwachstum, drei, Gewinnwachstum, genau. Und Aktienrendite und dann die Kombination von allen dreien. Ja. Und ich möchte, also ich hätte, wenn ich jetzt investieren könnte, würde ich noch das Kapitalwachstum dazu tun. Weil das sind für mich Informationen, dass das Unternehmen eine positive Dynamik hat. Wenn du hier schaust, wo ist die Dynamik abgebildet? In Punkt 4 ist er abgebildet. ROA ist höher als im Vorjahr und in Punkt 6, die Bruttomarge liegt höher als im Vorjahr, oder was ist das, 8, in Punkt 8, 7, 8, ja, Bruttomarge liegt höher als im Vorjahr und das sind zweimal die gleichen Kennzahlen. Kapitalumschlag ist bereits nicht eine Wachstumsgröße, sondern da geht es darum, das ist eine Effizienzgröße. Genau, ja, stimmt. Ja. Die Marge hingegen ist eine Wachstumsgröße. Also sie bringen auch hier Dinge durcheinander. Und ich bin nicht der Meinung, dass der Kapitalumschlag zunehmen soll. Das bedeutet ja, dass man weniger und weniger Kapital haben soll im Vergleich zum Umsatz. Das ist für viele Branchen gar nicht sinnvoll. Das ist auch nicht unbedingt ein Kriterium für eine gute Anlage. Denn wenn ein Unternehmen keine Reinvestitionen tätigt und einfach ihren Umsatz beibehält, dann steigt der Kapitalumschlag relativ zum Vorjahr. Also ich finde diese Kennzahl, und das ist mir jetzt schon oft passiert, die finde ich in sich nicht konsistent. Ich finde sie auch zu kurz. Also sie bilden nicht alles ab, was abgebildet werden soll von den Finanzkennzahlen. Und in diesem Fall beruhen sie jetzt auch noch zu stark auf der Bilanz- und Erfolgsrechnung und berücksichtigen nicht den Unternehmenswert des Unternehmens. Also meine Kritik ist da ziemlich umfassend. Finde ich, ist unsere Methodik mit etwa gleich viel Kennzahlen viel kohärenter und auch viel vernünftiger für einen Anleger. Also das ist meine Meinung zu diesem. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung. Die Handelszeitung ist sicher davon überzeugt, sonst, oder der Market ist sicher davon überzeugt, sonst hätten sie das nicht geschrieben. Aber ich finde das jetzt Humbug. Ich bin der Meinung, ein Ökonome in einer rationalen Diskussion kann diesen Ansatz nur schwer vertreten.
in sich selber und er kann ihn noch schwerer vertreten gegenüber unserer Methode. Gut, jetzt wird er aber ja wahrscheinlich sagen, Sie haben Backtesting gemacht und Sie behaupten halt, dass Sie mit diesem Verfahren von 72 eine Mittel bis 2001, haben Sie wohl untersucht, 21% erwirtschaftet haben und ansonsten halt nur mit den schlechten Kriterien Erfüllung halt nur 7,3%, was ja schon eine ziemliche statistische Signifikanz wäre, Peter, oder? Das kann man ja sagen. Ja, ja. Hörst du mich? Ja, aber gut, ja. Du nimmst ja hier eine absolute Boomphase, oder? Also man muss wirklich mit dem Backtesting muss man enorm aufpassen. Wenn du eine unvernünftige Theorie backtestest und dann herausfindest, dass die korreliert, dann ist das eine Scheinkorrelation, nennt man das. Und ich meine, der wählt hier eine Reihe aus. Klar, das sind die 30 Jahre, bevor er das Ding veröffentlicht hat. Aber ich mache mit dir jede Wette, dass in den letzten 20 Jahren diese Methodik nicht funktioniert hat. Weil sie hat den Tech-Boom nicht berücksichtigt. Also wenn du genau das Gleiche machst jetzt, diese Methode anwenden auf die Jahre 2002 bis 2020. Wenn du die Einleitung liest zu dem Artikel, dann, das ist irgendwo im Text hier, als er, wir konzentrieren uns nur auf Value-Aktien, die also mit ein niedriges Kursgewinn- oder Kursbuchwertverhältnis, glaube ich, in diesem Fall kommt irgendwo haben. Und dann gucken wir, welche von diesen Aktien mit attraktivem Kursbuchwertverhältnis sind wirklich attraktiv und welche sind in Wirklichkeit Zombies. Und Tech scheidet natürlich bei Value-Aktien von vornherein sowieso aus, sage ich mal, vom Anlagehorizont. Okay, dann ist es noch eine weitere Bedingung. Eine Bedingung ja, das kommt hier in der Einleitung irgendwo. Ja. Warte mal. Wird das Gleiche sein. Ich kann dir sagen, weil wenn du Aktien nimmst mit einem geringen Gewinnverhältnis, Kursgewinnverhältnis, dann hast du einen Schwerpunkt auf Bankaktien vor der Finanzkrise. Und die haben so gelitten in 2008 und in den letzten 10 Jahren, dass die Rendite dieser Methode sehr wahrscheinlich nicht gut aussieht. Aber weißt du was, das ist mein Gefühl. Ich würde das nie öffentlich behaupten, denn man muss das rechnen. Jetzt haben Sie ja einen Sack von Aktien identifiziert danach. Und wenn wir mal einfach die Schweiz angucken, sind das ja diese Werte, die dann rauskommen nach diesem Verfahren. Ja, aber die haben, also Lonza und VAT haben kein gutes Kursgewinnverhältnis. Ja, genau, das sagen Sie ihre eigene Theorie auch. Gar nicht an. Also weißt du, ja, das ist das, was ja, das ich sage. Sie die, ja Leute, auch, ne? Die Leute, die sind überhaupt nicht konsequent in der Art der Analyse. Genauso wie gestern AA Aktienblog überhaupt, hat nicht durchgedacht, das Ganze. Wir haben das in 10 Minuten, Uwe, haben wir in diesem Blog letzte Woche festgestellt, dass wir gar keine Tabakfirmen kaufen können. Oder dass respektive die Tabakfirmen stark abhängig sind von der Zinsentwicklung. Also auch hier jetzt, oder er wendet das an, er müsste das ganz anders machen. Er müsste mal zuerst die Value-Aktien nehmen, oder die wirklich ein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis haben. Und dann ist Roche und Lonza, das sind nicht wirklich, die kannst du nicht unter die Value-Aktien tun. Ja, das schreibt er ja auch. Das siehst du ja im Text. Ja, also das ist, und das VAT sowieso nicht, oder? Sie vermischen das einfach, oder? Also ich kann dir sagen, wenn du bei uns auf den Filter gehst, dann wirst du sehen, was gute Value-Aktien sind in der Schweiz. Und wenn sie die dort aufführen, könnten sie sehr wahrscheinlich ihren Bericht nicht schreiben, weil dann würden die Leute das Gefühl haben, die spinnen. In der Schweiz müssten sie ABB, Phoenix Mecano, Landis und Dier, vielleicht Electronic Components würde ich nicht unbedingt dazu nehmen. Mach mir das mal weg. Auch dort kann man nicht wirklich gut mit dem Value Multiple arbeiten. ABB, Phoenix, Mecano, Micron, Bell müsste sein, Carlo Cavazzi, Sulzer, Feintool. Wenn die diese Liste verwendet hätten in diesem Artikel in der NZZ, gibt es eine ganze Reihe von kritischen Argumenten. Das sind aber die Value-Aktien. Die haben gute Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Wir können es noch genauer machen. Wir können ganz genau das Kurs-Gewinn-Verhältnis verwenden. Price-Profit.
Und wir können nach dem sortieren, dann ist es wirklich rein, also ist es absolut sauber, das, was Sie gemacht haben. Feintool, Mikron, Clarion, Carlo Cavazzi, ABB, Phoenix, Mekano. Diese Listen müssten auf dem NZZ-Artikel stehen und dann müsste der F-Score ausgerechnet werden. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir zu einem ähnlichen Verhältnis kommen wie bei uns. Also das, der Combined Value dann, dass Sie dann merken, dass vielleicht der Feintool nicht so gut ist, dass aber die anderen Firmen hier nicht schlecht sind. Dann ist es vergleichbar. Ja, das ist valide, was du sagst, Hermann.